Moin Leute, ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall interessieren. Vor ein paar Tagen kam ja schon Deutschland gegen Frankreich. Ansonsten bedenkt, ich bin kein ausgebildeter Top-Kommentator und außerdem ist das lediglich eine Prognose. Das heißt, mit der Realität relativ wenig in Einklang zu bringen, aber trotzdem jetzt viel Spaß bei den Partien, die ihr seht. Los geht's! Am ersten Spieltag der Nations League trafen die Schweizer und die Isländer aufeinander. Es war eine spannende, eine packende Partie, das nur im Vorhinein einmal angerissen. In der siebten Spielminute hatte Island die erste Chance. Das ist Bjarnason mit der guten Schussmöglichkeit. Jan Sommer kann fliegen, muss letztendlich nicht eingreifen, aber es war ein sehr guter Beginn der Gäste aus Island. Schön geflogen von Sommer auch, muss er aber nicht ran, ansonsten hätte er eventuell auch hinter sich greifen müssen. Island war besser in der Partie, nach 20 Minuten die nächste Möglichkeit, wieder Bjarnason, der links außen sehr auffällig, einer der wichtigsten Spieler bei Island in diesem Moment. 34. Minute, dann auch die Schweiz mal auf dem Weg nach vorne, das ist Haris Seferovic, Ex-Frankfurter, scheitert aber noch an Halldórsson, der reagieren kann, nicht zu platziert geschossen, der Ball dementsprechend kann er den zur Ecke abwehren. Und es kam nochmal vor der Pause die Schweiz, Freuler ist das, mit dem genialen Ball und dann Steven Zuber, der eigentlich Linksfuß ist und dementsprechend nicht genug Gewalt hinter den Ball bekommt, sodass Halldórsson wieder dafür sorgen konnte, dass es weiterhin 0:0 stand. Es war eine ausgeglichene erste Hälfte, im ersten Abschnitt waren die Isländer besser, im zweiten die Schweizer. Zweiter Durchgang begann dann wieder besser für die Isländer und hier war es ganz knapp. Sommer, der überragend reagiert, eine vernünftige Reingabe und dann fehlen nur wenige Zentimeter zum Erfolg. Stunde jetzt gespielt, Island drückte auf die Führung. Gudmundsson über die rechte Seite, schöne Flanke, der Kopfball von Halfredsson. Aber wieder ist es Jan Sommer, der parieren kann. Man dachte, irgendwann müsste mal ein Tor fallen. Island spielte weiterhin nach vorne. Halfredsson wird nicht richtig angegangen. Gunnarsson legt auf und Sigurdarsson mit dem 1:0. Hochverdient jetzt die Führung nach 67 Spielminuten. Die Führung eben für die Isländer. Gäste schön gespielt und dann letztendlich für Sommer keine Chance, den abzuwehren. 20 Minuten vor dem Ende, aber die Schweiz auch wieder mal nach vorne offensiv zu sehen. Schacke auf Zuber, der ist viel zu frei. Erstmal die Latte und dann Shaqiri mit dem Kopfball. Der ist nicht sonderlich groß, aber steht eben haargenau richtig. Und dann macht er eine knappe Viertelstunde vor dem Schluss den Ausgleich. Es war also wieder alles offen und die Partie konnte sich in beide Seiten neigen. Akanji auch vorne viel zu sehen jetzt. 89. Minute, Seferovic scheitert haarscharf hier am 2:1. Um ein Haar konnten sie noch die Partie drehen. Aber auch Island gab sich nicht auf. Noch einmal. Und Schweiz war dann offen, weil sie eben nach vorne das 2:1 machen wollten. Und dann werden sie eiskalt erwischt. Gylfi Sigurdsson, der Spieler aus der Premier League, macht es eiskalt. Mit seiner Qualität hämmert er den Ball unhaltbar für Jan Sommer rein. Island gewinnt also in letzter Minute tatsächlich noch diese Partie. Im Endeffekt nicht unverdient mit 2:1. England wurde im Endeffekt bei der WM vierter Platz. Damit konnte man zufrieden sein, aber etwas mehr hätte man sich vielleicht, wenn man soweit schon war, doch erhofft. Spanien enttäuschte, flog im Achtelfinale gegen Russland rauf. Hier an sie aber die bessere Anfangsphase. Iago Aspas auf. Letztendlich Morata, der den Ball aber nicht über die Linie kriegt. Gute Anfangsphase in dieser Partie von den spanischen Gästen, aber Pickford war auf der Höhe und konnte hier noch parieren. Wie gesagt, eine unterhaltsame Hälfte. Zunächst war Spanien besser, dann wachten die Engländer aber auch auf. 24. Spielminute, Carvajal sah gelb und Eric Dier dann mit dem Flankenball. De Gea fängt diesen Kopfball letztendlich aber ohne Probleme ab. 35 Minuten gespielt, England jetzt aktiver nach vorne. Raheem Sterling auf Kyle Walker und was für eine Parade mal wieder von De Gea. Diesmal konnte er sich wirklich auszeichnen. Sensationelle Reaktion, der hätte gepasst. Aber er kriegt den rechten Arm hochgerissen und verhindert das 1:0. Und vor der Pause nochmal die Spanier. Iago Aspas über die rechte Seite bringt den Ball auf Morata und Thiago mit dem Abschluss. Aber auch da kann dann Jordan Pickford mal seine Qualität unter Beweis stellen. Sensationell, wie er da fliegt. Tolle Parade. Also auf beiden Seiten dominierten erstmal die Torhüter, die
Partie. 50 Minuten jetzt gespielt. Harry Kane, von ihm war noch nicht so viel zu sehen. Diesmal aber bekommt er den Ball durchgesteckt zu Dele Alli. Letztendlich aber auch das wieder kein Problem für De Gea. Keine Stunde gespielt, die Spanier wieder auf dem Weg nach vorne. Saúl auf Iago Aspas und letztendlich muss das dann machen im Nachschuss. Hier ist das Aluminiumpech und letztendlich scheitert er dann, Saúl, an seinen Nerven. Viertelstunde noch zu gehen. Jetzt aber, Alvaro Morata mit dem 1:0 für Spanien. Das war jetzt nicht mehr unverdient. Schöner Schuss, schön vorgelegt letztendlich. Genialer Ball in die Spitze und Pickford kommt einen Moment zu spät. Kann dann nichts mehr verhindern. Aber England hatte nochmal eine Möglichkeit. De Gea unsicher, ungewöhnlich für seine Qualität. Azpilicueta und Rose bringt den Ball nochmal auf Dier und wieder De Gea. Diesmal macht er seine Unsicherheit wieder wett. Azpilicueta konnte den Ball nicht klären. Letztendlich aber wurde das nicht bestraft, weil De Gea eben aufmerksam war. Spanien gewinnt zum Auftakt in die Nations League mit 1:0 gegen England. Nach dem 0:0 im Debüt wollte Frankreich jetzt im zweiten Spiel der Nations League einen ersten Sieg einfahren. Zu Gast waren die Niederlanden, die nach dem Nicht-Einstieg zur WM hier auch miserabel in die Partie starteten. Vierte Spielminute, Paul Pogba mit dem 1:0 bekommt den Ball von außen reingelegt, hat dann etwas zu viel Freiräume und hält nur noch den Schlappen hin und lässt Cillessen keine Chance. Die orangenen Niederländer brauchten aber nicht lange, um sich davon zu erholen. Gute Möglichkeit vom Pröpper. Letztendlich ist es Varane, der dazwischen ist, mit angelegtem Arm da möglichst wenig anbrennen lässt. Die Niederlande waren jetzt besser in der Partie. Wijnaldum auf Daley Blind. Allerdings nach 19 Minuten nicht der gefährlichste Schuss, den man sich vorstellen kann. Doch es war eine gute, eine vernünftige Partie der Gäste. Und eine halbe Stunde jetzt knapp gespielt. Frankreich eroberte sich so ein bisschen mehr Spielanteile wieder und dann eine klasse Tat von Cillessen. Florian Thauvin ist das, der letztendlich scheitert, hier das 2:0 eigentlich machen muss, aber nicht die Nerven bewahrt und so eben scheitert. N'Golo Kanté auf Lemar im Zusammenspiel. Kanté und Paul Pogba muss hier auch dann, ebenso wie Thauvin, eben das 2:0 machen. Hier war der Doppelpack zu 100% Pflicht, aber er schaffte es nicht. 36 Minuten dann von der Uhr und es wurde gefährlich wieder. Das ist Luc de Jong letztendlich. Varane, der Schlimmeres, wieder verhindert. Es steht also weiterhin 1:0. Nach 37 Minuten eine sehr unterhaltsame Partie. Wir springen in den zweiten Durchgang. Auch die Niederlande weiterhin mit dem Versuch zum Ausgleich. Aber kein Problem für Lloris. Im ersten Spiel hatte Areola ja im Kasten gestanden. Jetzt war eben Hugo Lloris dran. Stunde gespielt. Frankreich wurde wieder gefährlicher. Giroud auf Thomas Lemar. Quergelegt und Giroud ganz knapp scheitert er hier. Und hätte sich mit diesem Klasse-Schuss eigentlich das 2:0 und seinen ersten Treffer im Wettbewerb verdient gehabt. Da fehlt wirklich wenig. Nur wenig später dann N'Golo Kanté und irgendwie fällt Griezmann der Ball vor die Füße und der machte dann das 2:0. 64. Spielminute. Jetzt wird es für die Niederlande ganz schwer. Cillessen kann nichts mehr machen. Das ist dann auch irgendwann stark gespielt. 20 Minuten waren noch auf der Uhr. Die Gäste versuchten alles, aber TT hier beispielsweise deutlich zu harmlos mit diesem Abschluss. Viertelstunde noch auf der Uhr. Weiterhin die Niederlande nicht am Abgrund, beziehungsweise zumindest spielten sie nicht so. Letztendlich sollte es aber nicht mehr zu einem Tor reichen. Somit gewinnt Frankreich am zweiten Spieltag die erste Partie, steht damit an der Tabellenspitze und in einigen Wochen kommt dann Deutschland gegen die Niederlande. Portugal gegen Italien, also am zweiten Spieltag der Nations League. Eine sehr unterhaltsame Partie mit offenem Ende. 10 Minuten gespielt, die erste Möglichkeit gehörte eigentlich den Portugiesen, doch dann ging es schnell. Sehr guter Konter über Belotti, der bringt den Ball auf die linke Außenseite und Insigne. Insigne legt sich den Ball etwas zu weit vor, sodass Rui Patricio das 1:0 für die Gäste
verhindern konnte. 20 Minuten jetzt von der Uhr. Wieder Portugal. Der Abschluss von Bernardo Silva, aber von Chiellini gestoppt. Der nimmt den Ball, spielt ihn weit nach vorne. Überragend von Bernardeschi abgelegt. Ciro Immobile. Jorginho legt den Ball wieder auf die linke Seite. Diesmal ist Insigne da. Legt ab und dann Belotti mit dem 1:0. Das war ein perfekter Konter und diesmal hatte es geklappt. Portugal machte das Spiel, Italien machte das Tor aus den Tormöglichkeiten. 10 Minuten vor der Pause, Gelson Martinez mit dieser überragenden Möglichkeit. Muss natürlich das Ding sein, aber Donnarumma mit einer überragenden Tat verhindert das. Der anschließende Einwurf, Fernandes bringt den Ball scharf auf Cedric und letztendlich Donnarumma, Gelson Martinez und wieder Donnarumma. Der war wirklich klasse drauf an diesem Abend und hielt das 1:0 erstmal fest. Vor der Pause kam nochmal Italien, dann der Abschluss von Belotti, aber wieder Rui Patricio, der sich auch beweisen konnte, war von beiden Torhütern eine richtig klasse Partie. Wir springen in den zweiten Durchgang, Portugal wollte unbedingt ausgleichen, der Abschluss dann letztendlich in dieser Situation aber zu harmlos, wird nicht richtig angegangen, aber im Endeffekt wird da zu wenig draus gemacht und der Gegenangriff lief. Jorginho, wieder so ein Konter. Diesmal war aber Pepe dazwischen. Immobile vielleicht etwas überhastet mit dem Abschluss. Kein Problem, den kann Patricio einfach so auflegen. Etwas mehr als eine Stunde jetzt gespielt. William Carvalho schmiss sich hier dazwischen, verhinderte damit das 0:2. Zumindest verhinderte er damit den gefährlichen Torschuss. Er war mit dem Arm dran, aber es wurde nicht gepfiffen. Die Italiener beschwerten sich auch nicht. Das 1:1 lag dann wieder in der Luft. Es sollte aber auch in dieser Situation einfach nicht sein. Sie machten zu wenig draus, die Portugiesen, aus ihren Möglichkeiten. Viertelstunde vor dem Ende, Bernardeschi. Klasse Schusstechnik und dieser überragende Torschuss hätte eigentlich auch das 2:0 verdient gehabt. Wie er den ansetzt, ganz, ganz wenig fehlte da. Und in der Nachspielzeit gab es nochmal Freistoß. Rafael Guerreiro, der Dortmunder Junge aus 23 Metern in der letzten Aktion, behält er aber nicht die Nerven. Portugal verliert also mit 0:1. Es war eine packende Partie, in der eigentlich beide Mannschaften verdient gehabt hätten, etwas mitzunehmen. Italien machte das Tor und Portugal war eben vorm Kasten nicht zielstrebig genug. Jo, das war die erste Prognose mit ein paar mehr Partien. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall interessieren. Dann kommt bald ja wieder Nationalliga, erste Bundesliga, zweite Liga und dritte Liga. Ja, also auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.